Seid gegrüßt. Damit wir insgesamt 5 NFS-Videos haben, habe ich nach den beiden, nach den 3 NFS-HP2-Videos konstatiert, dass es sinnvoll wäre, noch ein zweites Underground 1-Video nachzureichen. Deswegen traben wir fahrenderweise ein wenig durch die Palmennacht und ich zeige noch einen kleinen weiteren Einblick in den Soundtrack. Viel Freude Ihnen. Extra Dekoration ausgelegt. Attraktive, zum Beispiel D2, Exotica, Ned, NFSU, David Lynch, so einiges. Zunächst, ehe es beginne, der Soundtrack. Das Lied von eben, das kannten sie nämlich aus dem zuvorigen Video. Element 80, Broken Promises, My Heart Has Had Enough. My Heart Can't Take No More. So, was ist das jetzt für ein Liedchen? Oh, akzeptabel, aber nicht überragend. Warum wechselt der nicht, wenn ich hier... 1. Okay. Nee. The Only. Auch nicht übel. Was haben wir noch? Einen Augenblick. Ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt bezüglich der Einstellung. Auch sehr unschlecht, um nicht zu sagen gut. Da singen sie was Spannendes. I know I will be dead before my time. Before the time comes. Also typisches Künstlerlied. Dass die eigentliche Zeit der eigenen Existenz danach beginne und sich plötzlich alles verkauft wie am Schnürchen. Und man zur Legende würde. Was er zu Lebzeiten wahrlich eine Seltenheit darstellen würde. Nee. Männchen. Ah, das ist auch nicht übel. Right. Weiter geht's. Moment. Swallow. Na gut, bei dem Titel muss man ein bisschen schlucken. Wie heißt das Album? About a Burning Fire. Blindside heißt die Band. Das legendäre Einführungsliedchen gibt's auch in der ersten Staffel von One Tree Hill. Also nicht One Three Hill, sondern tatsächlich Tree Hill nach dem Gebäume. Eine Jugend- und Adoleszenzserie aus den 2000er Jahren mit ein paar Drama-Elementen, die da durchaus enthalten sind. Also schlüge bisweilen auch mal einen nachdenklicheren Ton an. Der gesamte Soundtrack ist eine Melange aus Rap und Rock. Und Hip-Hop ein bisschen enthalten.
den hier noch und dann ist auch gut. T.I., der ist, glaube ich, später relativ bekannt geworden. War der nicht auch in dem Britney Spears-Video Toxic zugegen? Oder irrt mich da etwas? Deucht und dückt es mich falsch? So, und jetzt... Einen Augenblick. Ah ne, der speichert das blöderweise. Diese Änderung wollte ich gar nicht speichern. Hier ist noch ein Trailer zu sehen. Genau, gucken wir uns noch den Trailer von NF Underground, also dem hier an, und SSX3. Aber hier für die Advanced-Version, die natürlich ein Witz ist im Vergleich. Ah ne, schrecklich, brauchen wir nicht. Komm. Aber SSX3, das jetzt. Das habe ich nämlich vorhin gezeigt. Da könnte ich auch noch ein paar Minuten von präsentieren. So, jetzt haben wir uns verquatscht. Und der Schwadronneur war mal wieder tätig. Ich glaube, die Zeit lässt den eigentlichen Wunsch kaum mehr zu. Doch so gerade, es ging nämlich darum, dass wir noch ein bisschen durch die Palmennacht driften. So, Achtung. Quick Race. Testfahrt. Mit dieser Supra hier, die ich mir etwas... eigenwillig zurechtgemacht habe. Hinten mit diesen Pia-Aufklebern, weil ich mochte auch mal eine Pia, aber das ist eine andere Geschichte. Die hat Ähnlichkeit mit einer Person, die ich jetzt kenne, aber dann wird es noch komplizierter. Market Street. Seht ihr diese Hochhäuser? Mal gucken im Leerlaufe, wie klänge der da? Ah, und hier schön, seht ihr diese blondiöse Dame auf der Neon-Werbe-Reklame-Wundertafel im Tokio-Gewande der Beleuchtungskünste? Schöne Strecke. Hier weiß ich noch genau. Da wurde ich leider zu Bette geschickt, als meine Cousine, mein Cousin und dessen Freundin und so weiter mal nächtens ohne mein Geschwätz NFS spielen wollten, haben sie gesagt, sie wollen alle ins Bett gehen. Genau als wir durch diese Abkürzung hier fuhren, haben gesagt, Daniel, für heute genug und so. Und ich bin dann auch zu Bett getreten und am nächsten Morgen erfuhr ich, die haben einfach stundenlang weitergespielt, ohne meine Anwesenheit. die Frage, was habt ihr denn gemacht letzte Nacht? Und haben sie gesagt, ja, tut mir leid, mein Freund, wir haben PlayStation gespielt, du hast einfach zu viel parliert. Nee, parliert haben sie nicht gesagt, aber ihr versteht, was ich meine. Ich habe sie einfach sowas von ins Jenseits geschwafelt, dass sie dann ohne meine Dienste auskommen mussten. War aber nicht böse gemeint, also meine Cousine und mein Cousin aus der Wiesbadener Region, unsere Kultstadt Daniel, einer anderen Person wegen, auch sehr spannend die Stadt, pardon, Insider Gags, das waren einfach Zeiten, da mussten sie mal ein bisschen Daniel-los agieren und, ach, da seht ihr sogar auf der Werbetafel steht VMAX. Also maximale Geschwindigkeit. Dieses Fahrzeug klingt aber nicht wie eine echte Supra. Also die Sounds haben sie originalgetreu eigentlich erst auf Underground 2 hinbekommen. Nicht? Gut, also ihr habt ein paar Bäume gesehen, ihr habt die Natur gesehen, ihr habt die Werbetafeln gesehen, euch einiges zu Gemüte führen können. Wir starten nur noch mal ganz kurz neu, um zu gucken, welches Lied er uns dann gäbe.
Nee, nochmal. Das gefällt mir nicht. Ah, perfekt. Ist da noch mehr Nitro als in James Bond, der Hauch des Todes 1987? Gerade bei über 200 in den dritten zurückgeschaltet. Normal darf man das ja nur bei 160, Daniel. Okay. Ich denke, das genüget. Sonst der Zuschauer mich rüget, so von wegen, Daniel, schon wieder NFSU, was ist los mit dir? Ich glaube, die Grundeindrücke, die haben wir harmonierenderweise alle vereint. Gracias.